ESTV – Videos aus der Region. Einen etwas anderen Blick auf die bevorstehende Bundestagswahl gab es bei der EZ Soiree. Denn auf der Bühne der Württembergischen Landesbühne nahmen diesmal keine Politiker, sondern Kunstschaffende Platz. So diskutierten die Leiterin der Ludwigsburger Theaterakademie Elisabeth Schweger, der Intendant der WLB Friedrich Schirmer, der Schriftsteller Wolfgang Schorlau sowie EZ-Redakteur Martin Metzger über Wahlkampf und Parteien. Durch das Salongespräch führte der EZ-Chefredakteur Gerd Schneider. Elisabeth Schweger zum Beispiel sah eine Art Wahlmüdigkeit in Deutschland. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Leute auch geschwächt sind. In Deutschland? Ja, geschwächt sind in dem Sinn, dass man keine Lust mehr hat auf diese ganzen Wahlvorgänge. Und deswegen da auch so eine Lustlosigkeit irgendwie spürbar ist. Und die finde ich gefährlich. Was Martin Metzger vom Wahlkampf hält, machte er den Zuhörern im Saal deutlich. Mir geht es zunehmend auf den Keks, dieses Gejammer über den schlaffen Wahlkampf. Man muss einfach sich klar machen, denke ich, Demokratie ist per se langweilig. Charisma und Demokratie passen nicht zusammen. Das heißt nicht, dass es innerhalb einer Demokratie nicht Momente geben kann, wo ein Politiker charismatisch auftritt, aber dem Wesen nach ist meines Erachtens Demokratie eine Veranstaltung des besseren Arguments. Für Wolfgang Schorlau scheint klar, wer die beiden stärksten Kräfte nach der Wahl sein werden. Doch für ihn ist etwas anderes wichtig. Es ist von großer Bedeutung, glaube ich, für unser Land, wer wird die drittstärkste Partei sein. Ich glaube, das heißt, wer wird die drittstärkste Partei sein, das wird ziemlich ausschlaggebend sein, in welche Richtung der politische Diskurs gehen wird. Und stellen Sie sich vor, die AfD wäre die drittstärkste Partei. Das würde mir nicht gefallen. Und das würde den Diskurs in den nächsten Jahren, glaube ich, mehr nach rechts schieben, als er ohnehin schon ist. Und von daher ist mein Appell im Augenblick überall, wo ich gehe, lassen Sie sich nicht einschläfern, es ist wichtig, gehen Sie wählen und wählen Sie nicht rechts. Warum Bundeskanzlerin Angela Merkel so uneingreifbar scheint, konnte Friedrich Schirmer mit einem Zitat erklären. Der Wolf Biermann, von dem man halten kann, was man will, aber der hat einen klugen Satz gesagt über Angela Merkel. Darf ich den mal zitieren? Dadurch wird sie auch so unangreifbar. Biermann, in der Zeit vom 31. August. Mir gefällt an der Christin Merkel, dass sie offenbar wirklich an Gott glaubt. Mir gefällt, dass diese Schwarze so echt grün ist, so echt sozialdemokratisch rot und so echt liberal gelb. Mir gefällt, dass sie die Welt nicht ideologisch erretten will, sondern pragmatisch verbessern. Das heißt, die SPD und die anderen Parteien müssen sich eigentlich darauf vorbereiten, auf die Zeit in 4 Jahren, auf den Wahlkampf und müssen sozusagen vielleicht auch in der SPD andere Frauen mal in den Vordergrund stellen, weil sozusagen Frau Merkel hat sehr klug alle eitlen Jungs in ihrer Partei, die gibt es nicht mehr. Und das Scheitern des Schulz-Effekts erklärte Wolfgang Schorlau. Wissen Sie den Schulz-Effekt am Anfang? Klar. Da dachte man doch, jetzt legen Sie endlich mal los, die Sozialisten. Jetzt passiert was. Was war der Schulz-Effekt? Ich glaube, es war sozusagen die Hoffnung vieler Leute, die SPD wird wieder sozialdemokratisch. Und je länger man Martin Schulz dann zusah, sagt man, okay, sie werden es nicht, sie wollen es nicht. Was es verhindert, dass die Menschen einen klaren Blick auf die Wahl haben, machte Elisabeth Schweger auch an den Medien aus. Das kommt natürlich, glaube ich, irgendwas zusammen im Augenblick, was die Sache auch so kritisch macht. Also diese Angstmache, die im Raum steht und die auch, muss ich sagen, von den Medien extrem geschürt und unterstützt wird, verhindert einen klaren Blick auf die Dinge. Also Sie erwähnen die Flüchtlingspolitik damals beim ersten Jugoslawienkrieg. Wir haben in Österreich 1 Million Flüchtlinge gehabt, hat keiner geredet, sie sind einfach reingekommen. Wir wissen mittlerweile, 90% sind wieder zurückgegangen. Das sind normale Bewegungen. Und diese Hysterie, die da entsteht, ja, die wird auch produziert. Sie wäre nicht nötig.
Und deswegen finde ich dann manchmal solche sehr sachlichen Umgangsformen in der Politik eher konstruktiv in einer Zeit, die so aufgeregt medial, ja, alles muss Event, alles muss Clash sofort irgendwie ankommen, da etwas dagegen hält. Ja. Und da muss ich auch sagen, wir müssen auch realistisch sein. Da muss ich Ihnen recht geben, Herr Schirmer, es geht uns eigentlich relativ gut. Ja. Und immer zu sagen, alles ist scheiße, alles ist schlecht, ja, da muss man auch sich daran erinnern, wie schnell eine Situation kippen kann. Also Hitler hat, das muss man wirklich, es ist zwar leidig, immer wieder diesen Herrn bemühen zu müssen, aber wie der 33 mit relativ wenig Stimmen an die Macht gekommen ist, hat er innerhalb von einem halben Jahr alles gekippt, alles. Es sind alle Positionen neu besetzt worden. Ja. Er hat mit ganz billigen Methoden so quasi einen Wohlstand eingeführt. Ja. In Österreich war das extrem zu merken. Ja. Und davor habe ich Angst. Mhm. Und das sieht man auch. Du siehst, was in Polen passiert, du siehst, was in Ungarn passiert. Das macht Klick und plötzlich ist von Demokratie keine Rede mehr. So bleiben nun noch wenige Tage bis zur Bundestagswahl 2017. Gehen Sie wählen und stärken Sie damit die Demokratie in Deutschland. ESTV, Videos aus der Region.